Recht herzlich willkommen zur 192. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir noch ein bisschen was mit dem Müll gemacht. Ja, da haben wir was umgezogen gehabt hierhin, ne? Da könnten wir noch eine Deponie rüberbringen. Machen wir doch nochmal gerade. Wo sind sie? Hier sind sie. Diese da. Und los geht's. Wohin? Dahin. Und zack, passt. Einschalten nicht vergessen. Und leert sich. Nee. Gut, dann gucken wir schnell mal hier rein. Strom ist gut. Wasser ist gut. Müll ist gut. Schule schlecht. Grundschule. Oberschule ist auch schlecht. Uni ist gut. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo was aktivieren können, dass die Schule besser läuft. Auf der anderen Seite sind natürlich ungelernte Arbeiter auch irgendwo gerne gesehen, ne? Ja. Da hinten ist eine Schule, da ist auch eine. Die sind alle aktiv, ne? Wir haben wohl keine Schulen ausgeschaltet, nur das Budget vielleicht runtergeschraubt. Das müssen wir auch noch gucken. Vielleicht liegt es ja auch am Budget. Hier auf der Mülldeponie will keiner was lernen. Ja, okay. Schulen sind definitiv nicht runtergesetzt. Schulsystem. Zack. 100%. In der Uni nachts auch lernen, ne? So, wie ist das geworden dann? Okay, das hat's was gebracht. Und da auch. Gut, dann sind wir da jetzt auf 100% und sind erstmal gut am Laufen. Müsste man noch gucken, ob man hier noch was mehr hochschrauben kann. Die Feuerwehr würde ich vielleicht auch nochmal wieder anpacken. Ja, komm, lass erstmal auf 90. Tag wie Nacht. Müll haben wir hier auf 120, okay. Wasser 105. Ja. Polizei haben wir hier auf 80 und 85. Gehen wir mal auf 85 und 90. Das kann bleiben. Die Parks machen wir auch ein bisschen höher, damit der Erholungswert auch steigen kann. Was haben wir hier unten noch? Einzigartige Gebäude. Die können auch zerfallen, ne? Und da unten 27 jetzt mit mal. Wow. Na komm, dann machen wir hier auf jeden Fall 60 mal raus. Gut. Straßen sollten wir vielleicht dann mal langsam anfangen, damit die uns nicht zu sehr kaputt gehen. 60. Gut. Ja, der Rest hier, ne? Muss man mal gucken, ne? Geringe Besiedlung. Ist alles auf Stufe 3 am meisten, ne? Dichte Besiedlung. Kommerz. Auch der mittlere Stufe am meisten. Büros. Und die Landwirtschaft ist natürlich ziemlich schlecht, ne? Ja, das war ja unser Lieblingskind hier. Nahverkehr. Busse machen Minus. Straßenbahn Plus, U-Bahn Plus. Häfen und Eisenbahn machen Minus. Subventionieren wir. Taxi und Flugzeuge gibt's nicht. Gesamtprofit Minus. Und Karussells. Beziehungsweise Touristen sind das ja hier, glaub. Ja. Ist im Gewerbegebiet mehr wie im Nahverkehr. Gut, Darlehen ist egal. Steuern. 11, 11, 12, 12, 11, 11. Gucken wir hier weiter gerade. Bürogebäude. Können wir die auf 13 setzen? Machen wir mal, ne? Die sind ja hier so richtig happy, ne? Die Industrie könnte eigentlich auch 1% mehr gebrauchen, oder? Und dann wäre als nächstes hier die Dingens noch. Die Einfamilienhäuser machen wir mal auf 12. So. Läuft. Lass das so. Gucken wir, wie sich's entwickelt, ne?
27.000. Wir machen Plus. So, dann gucken wir uns mal die einzigartigen Gebäude an. 720 kostet der Spaß bei. Okay. So, ein paar würde ich jetzt gerne mal anmachen. Das ist ein Bürogebäude. Aber das ist gar nicht teuer. Okay, dann lass das mal laufen. Das glaube ich auch aus, ne? Dann lassen wir auch erst aus. Ist das ein besonderes Gebäude? Transportturm. Der ist sogar an. Okay. Ist hier hinten noch sowas? Nicht wirklich. Einzigartige Gebäude. Der Hafen ist nur aus, ne? Das Stadion ist aus, ne? Schalten wir mal ein, dann freuen die sich alle. Dann müssen wir aber gucken. Oh, sogar 30.000 plus. Haben wir hier hinten noch ein einzigartiges Gebäude? Wahrscheinlich nicht, ne? Superstore, der Laden für alles. Ja, nützt nix. Einzigartige Gebäude. Wo sind sie hier, ne? Werden die dann auch angezeigt? Nicht wirklich, doch da. Dann war... Ah, da ist eins. Da auch. Okay. Ah, hier machen wir noch eins an, auf jeden Fall. Und... 192 ist auch kein Geld. Da freuten sich auch welche, ne? So. 28.000 hier. 85.000 Leute in unserer Stadt. Das ist doch richtig cool. Und wir müssen gucken, dass wir was hinkriegen. Ist hier irgendwo was? Die Deponie hier. Räumung beendet. Dann sollten wir die auf jeden Fall verschieben, weil da soll die nicht bleiben. Ich mach die mal gegenüber hin. Dann anmachen. Gut. Gucken wir mal hier weiter. Die Smileys-Geschichte ist noch gut. Gesundheit ist bis zum Anschlag. Bestattung. Ja, das sieht eigentlich relativ gut aus, ne? Was ist denn das hier? Friedhof. Ach so, weil daneben einer ist, aber wir brauchen keine. Läuft ja gerade, ne? Ärzte haben wir zugemacht, welche ausgemacht, aber wie gesagt, ist ja positiv, ne? Brauchen wir jetzt nicht dran arbeiten, obwohl hier sind so ein paar rote. Lass uns den Arzt mal anmachen. Kostet natürlich einiges, 400, aber dann ist das vielleicht hier irgendwann das Rote mal weg, ne? Ist noch woanders, aber da hinten ist auch noch rot, aber auch doch, da ist sogar eine Arztpraxis. Mach die auch mal an, vielleicht wird's dann ein bisschen besser. Hier gibt's auch vereinzelte Häuser, aber keine Praxis, die ich da anmachen könnte. Die Abdeckung ist hier etwas schlechter. Hier wäre es vielleicht noch sinnig. Macht das Geld, 26.000. Okay, die hat eine große Reichweite gehabt. Hier ist auch noch was schlecht. Ich weiß gar nicht, sind das alles Krankenhäuser, die aus sind auch? Vielleicht sollten wir hier nochmal irgendwo eins anmachen. Und zwar hier. Aber das kostet richtig Asche wahrscheinlich, ne? 2,4. Oh, das ist auch große Reichweite natürlich, ne? Dann lass das noch laufen. Diese Praxis hier wäre natürlich auch noch nett, ne? Komm, zack. Eine noch an. Und jetzt noch hier unten gucken, wie es hier aussieht. Top. Können wir so lassen. Hier ist zwar schlecht, aber da ist auch gerade nicht unbedingt was in der Nähe, ne? Ja, dieses hier wäre es dann, ne? Zack. Machen wir noch an.
Reichweite geht leider nicht bis hierhin. Gut, weiter geht's. Landpreise, Stufen, Gewohnhäuser, okay. Wind. Verschmutzung, okay. Ja, deswegen sind die auch hier krank, weil die Verschmutzungen da so hoch sind. Alles klar, da kannst du auch nichts dran ändern dann. Läuft. Straßen sind schlecht da, okay. Verkehrsaufkommen sehr hoch. Wir haben aber auch natürlich mit 85.000 beziehungsweise mittlerweile schon 86.000 auch viele Leute in der Stadt, ne? Ist klar. Lärmbelastung ist auch da, von den Autos vor allem und so und den Industrien. Hier ist bestimmt alles knallerrot, genau. Feuerwehr ist überall schlecht. Waldbrandgefahr. Okay. Deaktiviert haben wir keine, so wie es aussieht. Kriminalität. Die Polizei ist da. Und sieht auch überall abgedeckt gut aus. Es ist wenig Crime. Was macht hier Nahverkehr? Na, der fährt überall lang, ne? Strava. Ja, ist so, ne? Was haben wir denn hier noch? Bevölkerung. Kinder, Jugendliche. Aber wir müssen auch gucken, dass wir hier unten noch was wieder hinkriegen. Die wollen noch mehr haben. Erwachsene 36, Nachkommen tun nur 8% Kinder. Dann wird Zeit, dass die hier mal was machen, ne? Import. Ölprodukte importieren wir, Waldprodukte importieren wir, Agrarprodukte weniger, Erzprodukte. Mhm. Der Export ist vor allem Agrarprodukte und ein paar Erzprodukte. Aber der Tourismus, geringes Vermögen, mittleres Vermögen, großes Vermögen und mittleres Vermögen ist am meisten noch. Und findet hier auch statt tatsächlich, ne? Der Landpreis, Bodenrichtwert. Im Wasser ist teuer, ne? Sehr grün da. Bodenschätze. Ja, hier war Agrar, ne? Müsste man überlegen, da noch mehr Agrar zu machen, oder? Was haben wir hier? Oben Erze. Ja. Ja. Irgendwie ist es aber schon ausgeschöpft, oder wie ist das? Läuft nicht mehr. Was haben wir hier? Stadtviertel. Freizeit, ja. Freizeit läuft noch alles. Haben wir nichts abgeschaltet. Da hätte ich ja gedacht, dass wir das getan haben. Aber so wie es aussieht, nicht. Schön. Ach, hier ist gar keine Freizeit. Ja, da müssten wir dann mal was machen. Einzigartige Gebäude. Ja, da kann man noch ein paar anmachen, ne? Aber gerade nicht, weil das Geld geht ein bisschen wieder zurück. Geländehöhen, okay, das ist jetzt nicht so interessant. Heizung haben wir, glaube ich, überall. Keiner kriegt einen kalten Hintern, alles läuft. Alles hier mit Fernwärme abgedeckt, bis auf den Berg. Und auch bis Anschlag. Aspekt, aber es liegt daran, dass wir gerade 14 Grad haben. Wenn es kälter wird, wird es ja auch weniger, ne? Straßeninstandsetzung. Ja, das ist schon schön, ne? Jetzt ist nur die Frage, wenn ich hier umschalte, dann erschrecke ich mich wahrscheinlich. Wie schlecht doch die Straßen sind, ne? Verdammt viele Straßen schlecht. Oh, hier wird gerade gebaut, oder was? Das wurde doch hier gerade grün, ne? Ja, guck mal, da wird gerade repariert. Ja, wir müssen das Budget noch erhöhen, ne? Denke ich. Für die Straßen. Machen wir mal 75.
So, das ist dann bei 20.000 da unten. Da müssen wir aufpassen, dass uns das nicht wegläuft, ne? Wo waren die Straßen? Da. Und dann der Zustand. Jetzt wird es hier gerade grün. Da werden die repariert, ne? Fertig. Wo machen sie jetzt weiter? Hier oder da? Oder gar nicht? Na, die Straße wird woanders repariert, oder wie sehe ich das? Wo ist denn die Straßenmeisterei hier zugange? Da ist die. Warte mal. Aber das ist noch grün, das müsste noch repariert werden. Hier fehlt natürlich einer, ne? Deswegen ist hier auch so schlecht. 21.000, kann man sich nur eine Straßenmeisterei leisten? Gute Frage, ne? Die müsste hier, wenn irgendwo hin. Da wäre nicht schlecht, ne? War da irgendwo ein Grundstück frei? Ich glaube nicht, ne? Da wäre was. Ja. Da geht auch nicht, oder? Müssen wir was abreißen? Ich würde es dann da machen. Zack, haben wir so gemacht, ha? Die Straßenmeisterei. Jetzt kann der Zustand da auch gemacht werden. Guck, die arbeiten sofort los. Wird gleich grün, super. Ja, das ist nicht verkehrt. So, nochmal gucken. Ah, hier hinten ist natürlich ganz schlecht, ne? Hier schon, wird schon blau die Straße wahrscheinlich, ne? Haben wir gerade die Abdeckung. Die ist da schlecht. Und dann besser, ne? Zack, muss hin. Hat keinen anderen sittlichen Nährwert. Das ist, da ist es relativ okay. Hier unten gibt es natürlich auch nichts Besonderes. Ist hier denn eine Straßenmeisterei irgendwo? Nicht wirklich. Freies Gebiet gibt es hier auf jeden Fall noch, ne? Und zack. So, dann sollte hier auch die Straße auf jeden Fall gemacht werden. Sieht man jetzt nicht, aber wird schon noch kommen. Hier ist natürlich krass, ne? Was macht's denn hier oben? Oh, guck, da sind schon einige Straßen grün geworden. Das ist doch schon mal gut. Dann fließt der Verkehr auch ein bisschen schneller. Die sind hier auch am Arbeiten. Läuft. Ich glaube, lassen wir erstmal so. Was haben wir hier? Achso, Verkehrsfluss. Fluchtwege. Wo sollen wir denn hier Fluchtwege machen? Was geht denn hier ab? Mach das mal aus. Mach das mal an. Steuern sind zu hoch. Okay, und die sagen das auch. Die haben wir schon gleich verlassen. Ah ja, das ist alles Steuern zu hoch. Gut, dann gehen wir schnell in den Budgetplan. Das ist doch hier Dingens, ne? Sag schon. Industriegebiet, oder? Ja. Industriegebiet, Steuern weg. Gut. Jetzt sind sie gleich alle glücklich. 12% wollen sie wohl zahlen. Gleich hier ein ganzes Viertel losgeworden, ne? 88 haben wir aber noch.
2,6 Millionen. Geld ist gerade gut am Fließen. Okay. So. Fluchtwege weiß ich jetzt nichts mit anzufangen. Fluchtwege für die U-Bahn oder was? Apotheke. Schutzräume und sowas. Ich weiß gar nicht, wo ich die finde. Evakuiert. Keine Ahnung, das müssen wir nochmal angucken. Hier vielleicht. Katastrophenschutzeinheit. Okay, sowas haben wir gar nicht, ne? Wo kommt denn sowas hin? Und vor allem, was machen die? Katastrophenschutzeinheit schickt Hubschrauber und Fahrzeuge los, die Schutzbegleitung und Rettung von Überlebenden helfen. Katastrophen und abgebrannte Gebäude, nachdem Katastrophenschutzeinheit einen Platz verholfen hat. Okay. 10 Fahrzeuge haben die im Repertoire. Ja, hier wäre doch super, ne? Geht aber nicht, oder? Doch, so rum. Würde uns 15 kosten. Wäre hier zentral auf der Karte. Hier hatten wir irgendwie Industrie, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Was ist das denn? Notunterkunft. Große Notunterkunft. Kurzer Antennenmast. Hoher Antennenmast. Erdbebensensor. Tsunami-Warnlage. Was es da gibt, ne? Wetterradar. Alien-Radar wahrscheinlich. Was soll das bringen? Okay, damit keine Meteoriten einschlagen. Naja. Das ist hier so ein Feuerwehrturm. Cool, oder? Naja. Firewatch. Löschhubschrauberdepot. Meine Güte, da müssen wir aber noch nachlegen hier. Bei der Polizei, wie sieht's da aus? Gefängnis haben wir schon. Und das hier? Alcatraz. Naja, Polizeihubschrauber gibt's auch jetzt. Krass. Ja, okay, aber ich sehe schon, die Zeit ist weit fortgeschritten. Wir müssen uns dann das nächste Mal um sowas kümmern. Funkabdeckung. Krass, gar keine, ne? Ja, dann müssen wir das nochmal alles so überlegen, was wir da noch machen müssen, ne? Zerstörung, haben wir die? Nö, ne? Hier gibt's ja nichts Zerstörtes. Gut, da kümmern wir uns dann nächste Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.